14. Runde der Regionalliga Ost. Der SV Horn trifft auf einen Mitfavoriten der Regionalliga, trifft auf die Burgenländer, den SC ESV Parndorf. 1150 Zuseher sind mit dabei in der Waldviertler Volksbank Arena und sie sehen von Beginn an einen SV Horn, der auch dieses Spiel gewinnen möchte. Flanke in den Strafraum und Miroslav Milosevic ist zum ersten Mal zur Stelle. Das alles noch in der Anfangsphase und dann ist es Milosevic mit der Vorlage und Stefan Rakowitz mit dem Abschluss und nach nur 6 Minuten führt der SV Horn mit 1:0. Blitzstart der Waldviertler, sehenswerte Vorlage von Miroslav Milosevic und ja, Stefan Rakowitz, dem geht einfach alles auf zur Zeit. Die Gäste in der Waldviertler Volksbank Arena sehen eine frühe Führung für den SV Horn und der legt auch gleich nach. 19. Spielminute, der Innenverteidiger Philipp Koplischek erzielt sein erstes Saisontor. Wieder die Vorarbeit von Milosevic. Dann gelangt der Ball von der Stange zu Koplischek und der schließt ab. Nach 19 Minuten führt der SV Horn mit 2:0. Eine halbe Stunde ist gespielt und dann gibt's 11 Meter für Parndorf. Diese Chance lässt sich Martin Marose nicht nehmen und verkürzt auf 1:2. Wir schauen nochmal auf die Entstehung. Ja, Petermann ist mit den Händen an Sascha Steinacher dran. Wohl korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Josef Spurny. Zwei Möglichkeiten gibt's dann noch gegen Ende der ersten Halbzeit. Hier ein Kopfball von Milosevic und dann gleich nochmal Miroslav Milosevic nach Vorlage von Radovan Vujanovic, allerdings zuvor abgepfiffen aufgrund einer Abseitsposition. Der SV Horn führt mit 2:1 und geht mit diesem Vorsprung in die zweiten 45 Minuten. Und da passiert länger nicht viel, daher sprung in die 84. Spielminute, denn da fällt das 3:1 für den SV Horn durch den eingewechselten Matthias Felber. Die Vorlage von Stefan Rakowitz und der übernimmt direkt. Keine Abwehrmöglichkeit für Stefan Grell im Tor des SC ESV Parndorf. In der Nachspielzeit wird es dann noch einmal spannend, denn Parndorf verkürzt noch einmal auf 2:3. Mario Wendelin nimmt dieses Geschenk an, kann einen Fehler in der Defensive ausnützen und kommt in der Nachspielzeit in der 92. Minute zum zweiten Tor Erfolg. Das ändert am Ergebnis aber nichts mehr. Im Gegenteil, der SV Horn kann mit dem 4:2 den Sieg fixieren. Daniel Kogler schiebt Stefan Grell den Ball zwischen die Beine durch und entscheidet dieses Spiel klar für den SV Horn. 4:2 der nächste Sieg und der bringt nicht nur 3 Punkte, sondern auch die Tabellenführung, weil Kontrahent Vienna Punkte liegen lässt. Eine gute Partie des SV Horn, in der es zum Schluss zwar noch einmal kurz knapp wurde, allerdings schlussendlich ein verdienter Sieg. Ist es was Besonderes, als Innenverteidiger zu treffen? Ja, sicher freut man sich über jedes einzelne Tor, was man schießt. Ja. Wie war das Spiel allgemein aus deiner Sicht? 4:2 gewonnen gegen Parndorf, die auch um den Meistertitel mitspielen möchten? Ja, also wie ich vorher gesagt habe, in der ersten Halbzeit finde ich, dass wir sehr gut gespielt haben, außer bis auf ein paar Schlampigkeiten von hinten heraus. Und zweite Halbzeit, ja, haben wir halt gut dagegen gehalten, haben wir Zweikämpfe angenommen und ja, und dann am Schluss haben wir es nochmal spannend gemacht, aber sonst war es in Ordnung. Ja, wenn man reinkommt, natürlich spekuliert man immer, dass man noch die eine oder andere Chance kriegt. Ja, heute war es so und wir haben reingemacht und sind natürlich froh, dass wir gewonnen haben. In Summe, glaube ich, ein verdienter Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft und ja, haben halt 4:2 souverän gewonnen, glaube ich.